Nein, das geht besser. Gott sei Dank kommen die da nicht hoch. Und die Titelmusik läuft. Wunderbar. Immer schöne Musik. Also grundsätzlich muss man sagen, die ganze Atmosphäre hier ist schon übertrieben geil. Deswegen spiele ich dieses Spiel auch so gern. Ich habe das jetzt schon mehrfach durchgezockt. Es ist immer wieder geil aufs Neue. Und auch immer wieder eine Challenge. Nein, das wäre die Gelegenheit gewesen. Kommen hier aber auch alle wie nichts, wie die Heuschrecken kommen die hier. Ich glaube, der Typ ist schon tot. So. Haben wir jetzt endlich mal alle? Da. Immer erst den mit der großen Waffe ausschalten, weil so eine Pistole macht nicht ganz so viel Aua auf die große Entfernung. Noch einer. Das ist schön, wenn man die sich alle so auf Distanz halten kann. So, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ja. Da unten latscht jetzt einer rum. Guckt aber auch in die falsche Richtung, ja, das ist blöd. Im Laufen habe ich das. Könnte mein Team jetzt mal bitte mitschießen. So. Sieht irgendwie clean aus, aber ich traue dem Braten noch nicht. Ich traue dem nicht. Lieber mal wieder auf was Automatisches wechseln. Ich wusste es, es gibt noch welche. So. Bishop, bitte melden. Wir haben das Elemental Theater gesäubert. Ist Sharon stabil? Vor ein paar Stunden wurde Logans Team in Mexiko angegriffen. Er hat es geschafft, aber Gabe und Khan wurden beide von Irina gefangen. Mike, Jung, Sie müssen sie ersetzen. Es herrscht Chaos auf dem Strip und Logan braucht Hilfe. Bishop, bei der Basis neu formieren. Haltet. Okay, gut. Jetzt habe ich ihn abgewürgt. Das brennt ja aber kräftig hier. Ah, ich glaube, da kommt unsere Abholung. Komm mal her. Wir holen uns raus hier. Keine Sorge, Coach! Wir sehen uns bald! So. Gut, dich wieder in der Luft zu sehen. Ich hab Schlimmeres erlebt. Sieht aus, als hätten wir einen Gast. Kommt mein Team nicht mit? Gut, dass ich sie eingeholt habe. Wir haben Alvarez gefunden. Wo? Auf dem Clark County Flugplatz. Er will wohl außer Landes fliegen. Gary, hol mir Six ans Board. Bishop? Wir haben einen Passagier. Die NSA hat Alvarez lokalisiert. Alvarez ist nun deren Problem. Verstanden. Kommen zur Basis. Können Sie mich hier durchhören? Hey! Können Sie mich hören? Ich höre. Wir müssen jetzt handeln. In ein paar Stunden sitzt er im Flieger. Es wird mehr Angriffe geben. Ich kann Sie dabei nicht unterstützen. Wenn es hart auf hart kommt, hauen Sie ab. Gary, bring uns zum Flugplatz. Los, los, los. Aber warum kommt mein Team jetzt nochmal nicht mit? Das habe ich jetzt nicht ganz gepeilt. Einsatz, der Clark County. Okay. Clark County, Nevada. 3. Juli, 1.22 Uhr. Ja, schon recht spät, ne? Warum haben die Cabreros das getan? Die Angriffe scheinen so willkürlich. Vielleicht sind sie das. Vielleicht gibt es gar keinen Sinn dahinter. Das ist ihre Theorie? Nein. Der Flugplatz wird schwer bewacht sein. Ein Absetzen ist zu riskant. Wir gehen vom Ölfeld rein. Wir sollten uns trennen. Ich arbeite besser alleine. Unauffällig bleiben. Wenn Sie Alvarez finden, kontaktieren Sie mich. Wir fangen ihn lebendig. Gary, ich starte von hier aus. Okay, alleine? Jetzt bringen Sie mich ein durch? Bisschen näher. Das gefällt mir nicht. Der Typ sah echt aus mit Sam Fisher
aus Splinter Cell. Aber das kennt ihr ja schon aus Splinter Let's Plays. Auch unbedingt mal reinschalten, ne? So nebenbei. Kleiner Spoiler. Oh, ich habe kein gutes Gefühl, es gibt wieder eine fette Schießerei. Bist du sicher, dass... Ja, das Scheiße. Ich mag das nicht. Wo sind denn alle? Alvarez sammelt unser Geld ein. Du willst doch bezahlen, oder? Natürlich. Er ruft uns an, wenn er soweit ist. Bishop ist ganz in der Nähe gelandet. Bleib wachsam. Aber wissen die, dass ich gelandet bin? Haben wir einen Maulwurf oder so? Shit. Ja. Wieso wissen die das, die Lappen? Bist du sicher, dass das der Ort ist? Ja, das ist der. Ich mag das nicht. Wo sind denn... Ich darf sie halt nicht reinlassen. Wir rennen nämlich. Noch bin ich gut verschanzt. Dann können wir also weiter. Hey, das brutzelt ja ganz gut. Bishop, sieht nach einer Menge Tangos bei der Ölraffinerie aus. Vielleicht ist Alvarez bei Ihnen. Verstanden. Ich untersuche den Flugplatz und melde mich. Wie soll ich da jetzt rüberkommen, ihr Flachpfeifen? Achso, ich muss gar nicht über den Dice-Stack klettern. Ich kann einfach an der Seite vorbeigehen. Also geht natürlich auch. Da habe ich wieder was losgebrochen. Kommt jetzt hier vorbei? Kaufe ich mir jetzt auch noch. Meine Fresse. Überall Schilder welche, das ist schlimm. Habe ich die jetzt getriggert, dass die jetzt kommen? So. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt zwei Schritte mache, werde ich schon 10 Seiten überrannt. Wette ich. Oh, hallo. Schön, Sie zu treffen. Darf ich Ihnen eine neue Frisur verpassen? So einen kleinen Scheitel ziehen mit meiner Kugel? Ja, danke. Star-Tür. Kann ich mich da irgendwie buddeln, verschanzen? Okay, nee, doch nicht. Da. Aber bringt mir auch nicht viel. Muss ich wohl doch den Weg da gehen? Nein. Das macht jetzt gar keinen Spaß. Weil so viele tierte Menschen. Scheiße, ey, was hab ich denn da gemacht? Ja, hätten wir das auch geklärt. Aber alleine so eine scheiß Ölplattform einzunehmen, ist ja auch irgendwie schwierig. Hey, keiner hat was gemerkt.
Los, zeige dich! Auf dem Weg! Die merken denn nichts. Das, Mann, ist das macht mich nervös! Hehe, das gefällt mir. Sie merken nichts, vielleicht sollte ich grundsätzlich auf Schallgedämpfte-Waffen umsteigen. Leider gibt es die Bullen nicht Schallgedämpften. Die macht halt so viel Damage, dass es das wert ist. Soll ich mal drüber nachdenken? Macht die alle! So, einen habe ich gekillt. Und wo war der andere? War der jetzt bitte? Los! Los! Direkt hinter dir! Wir brauchen sofort Verstärkung! Kommt jetzt wieder hoch? Autsch! Ups. Wo sitzt denn der? Hier ist doch irgendwo ein Scharfschütze unterwegs. Wo denn? Oben, was für ein Wichser. Ist aber wirklich. Ich hoffe, der Typ ist auch tot, der da oben war. Jetzt ist er. Jetzt bricht die Scheiße los. Die werden nicht überrennen. Da! Lima, Oscar, Lima, over. Ja. Gut, neuer Versuch. So, wir sind jetzt dabei, den anderen hier ein bisschen auf die Schnauze zu geben und selber nicht zu kassieren, weil wir sind hier echt umstellt. Das ist eins der Probleme. Ich versuche jetzt mal, ob ich die irgendwie mal ein bisschen silenter oder so kriege. Also wie ihr merkt, ich habe zwischendurch mal ein kleines Aufnahmepäuschen gemacht, weshalb ich jetzt hier gerade mal meine Waffen neu ausstatten musste, aber das kennen wir ja schon. Probleme, Sir. Lagebericht. Keine Probleme. Auf dem Weg. Ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Spielen und schießen. Na verdammt. Jetzt haben sie mich doch gesehen. So, da oben saß, glaube ich, ein Scharfschütze. Ich glaube, ich habe gerade erstmal andere Sorgen. Shit. Was ist da los? Wir brauchen sofort was. Ich höre den Scharfschützen schon. Bam! Und ich sag noch, ich höre ihn. Och, Menno. Nee, 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 nee. Geht das schon wieder los? Zielen und schießen. Auf dem Weg! Angreifen! Ich versuche mal gerade hier ohne ein Aim zu schießen. Es geht katastrophal. So, wo ist der Scharfschütze? Verdammt. Okay. Ich glaube, ich kümmere mich als erstes mal um den Scharfschützen. Hihihi. So. Das sollten alle gewesen sein. Oder auch nicht. Wäre auch so schön gewesen. Na, jetzt stehe ich ja wenigstens noch schön. Aua. Ja. Ah, immerhin nehme ich noch welche mit.